Hallo, ich bin der Kevin vom Foodblog, der Stepford Husband, und zeige euch heute mein Rezept für grüne Mac and Cheese. Mac and Cheese kennt vielleicht dann jeder, amerikanischer Nudelklassiker, ein gebackener Auflauf, und wir machen heute einen mit richtig viel Gemüse drinnen. Und zwar nehmen wir dafür Brokkoli, Spinat und Lauch. Und bevor wir aber anfangen, die grüne Käsesoße zu kochen, kochen wir mal die Nudeln. Die habe ich hier, natürlich Mac and Cheese, braucht man Macaroni. Ich habe hier schon einen Topf kochendes Wasser, da kommt ordentlich Salz rein. Die Nudeln. Dann rühre ich einmal um und dann kochen die hier hinten langsam, während wir hier vorne die Soße machen. Zu den Nudeln noch gesagt, ich koche sie immer für Mac and Cheese 2 Minuten kürzer, wie auf der Packung angegeben, dass sie noch einen ordentlichen Biss haben, weil später im Backrohr garen sie noch etwas nach. So, also zur Gemüse-Käsesoße. Als erstes schneiden wir den Lauch in Ringe. Dazu schneide ich hier das Trockene und die Wurzel ab. Es ist nicht so schlimm, wenn das ungleichmäßig ist, weil wir das erstmal anbraten und später wird die Soße, also das ganze Gemüse, durchpüriert. So, das ist mal der Lauch und hier haben wir 2 Zehen Knoblauch. So, dann verwenden wir ein bisschen Olivenöl im Topf. Das machen wir heiß und schmeißen das gleich hier mal rein. So, kann ruhig ein bisschen mehr Power. Beides wird ein bisschen wird angebraten. Und wenn das Gemüse, also der Lauch und der Knoblauch, glasig sind und zusammengefallen sind, nehmen wir unser Stück Butter und machen praktisch eine klassische Bechamel. Nur garen wir in der Bechamel gleich unser ganzes Gemüse. Jetzt kommt Mehl dazu. So, alles raus aus der Schüssel. Und ruhig nicht so heiß, dass das Mehl nicht verbrennt. Das alles einrühren, dass sie das alles verteilt hat. Und dann gießen wir das mit Milch auf. So. So, dann nehmen wir einen ganzen Liter und bringen das zum Kochen. Gewürzt wird die Bechamel mit Salz und mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer. Okay, das riecht schon mal super. Das kocht jetzt und jetzt kommt unser Gemüse dazu. Als erstes der Brokkoli und dann der Spinat. Der wird recht schnell zusammenfallen und dann geben wir noch ein bisschen frischen Thymian dazu. Den zupft man einfach so vom Zweig runter. So, das wird alles in der Bechamel gekocht jetzt auf niedriger Flamme. Das sollte einfach so ein bisschen dahin köcheln. Wir legen den Kochlöffel beiseite und während das hier gart, gießen wir die Nudeln ab. So, die können hier abtropfen, bis unsere Gemüsesoße fertig ist. Okay, das Gemüse ist jetzt weich und die Soße hat gut einreduziert und ist schön dick. Das heißt, ich nehme hier den Kochlöffel raus und drehe den Herd ab und hole hier meinen Pürierstab. So, und jetzt ganz vorsichtig pürieren wir die Soße durch. Vorsichtig, dass man sich selber nicht komplett anspritzt. So, nochmal checken, ob eh kein Brokkoli noch sich versteckt. Gut. So, und was wäre Mac and Cheese ohne Käse? Nur Nudeln. Deswegen haben wir 2 Käsesorten. Ich verwende ganz gern Cheddar. Den habe ich hier schon mal grob geraspelt. Und Gruyère, ein französischer Käse. Die 2 Käse eignen sich besonders gut, weil sie einen hohen Fettgehalt haben und deshalb grundsätzlich sehr super sind für Gerichte zum Überbacken und überall, wo man geschmolzenen Käse haben will, der sich so richtig schön zieht. So, den rühren wir jetzt ein und dann kommen auch schon unsere Nudeln dazu. So, die kommen jetzt einfach in den Topf und werden untergehoben. So. Hier habe ich auch schon eine Auflaufform vorbereitet. Ich habe hier
meine Küchenspatel. Den lege ich mir hier schon bereit, weil mit dem kratze ich nachher die letzten Reste raus. Die Nudeln einfach in die Auflaufform. Wir lassen nichts zurück von der guten Soße. Wunderbar. So, bevor das jetzt in den Backofen geht, kommt noch ein bisschen Semmelbröseln drauf. Das ist einfach ein super Topping, weil es dem Ganzen ein bisschen an Crunch verleiht. Und dann schieben wir das jetzt in den Backofen. So, und so schauen unsere Mac and Cheese fertig aus. Oben sind sie schön knusprig durch die Semmelbröseln und unten ist es cremig soßig. Jetzt kommt noch ein bisschen frischer Thymian drauf. So, den tupfen wir da einfach ganz wild drauf. Ungleichmäßig drüber verteilen. Und dann geht das Ganze auch schon auf den Tisch. Ein super Gericht für die ganze Familie und ein wunderbarer Weg, dass man Kindern ein Gemüse vorsetzt, ohne dass sie es wirklich merken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. Tschüss.